verbannt. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Sniper Elite 5 und wir holen uns heute die japanische Typ 100. Das bedeutet, wir müssen Baumann töten in Festung Guernsey. Wir haben es gerade schon auf der Karte gesehen gehabt. Und zwar müssen wir den jungen Mann in Beton, einbetonieren. So soll es sein. Das Schöne ist, wenn wir hier den alternativen Startpunkt nehmen, auch das habt ihr ja gesehen, dann haben wir wirklich nur ein paar Meter, um dahin zu kommen. So, jetzt gilt es mehrere Dinge zu beachten. Das erste ist, dass es buggy ist. Okay. Das zweite ist, wir gucken jetzt erstmal, wie es richtig funktionieren würde. Denn wir müssen wirklich, bevor wir irgendwas anderes machen, erstmal hier in die Hütte rein und Baumann auch identifizieren. Denn ansonsten kann es sehr gut sein, dass Baumann da einfach nur dumm in der Gegend herumsteht und zwar für die nächsten Stunden und es einfach gar nichts passiert. Deswegen gehe ich hier auch nochmal rüber, um auf Nummer sicher zu gehen, dass er wirklich getriggert wird, indem ich ihn hier nochmal mit dem Fernglas wirklich markiere und dann hoffe, dass er das tut, was er tun soll. Und das macht er dann zum Glück auch. Wie gesagt, andere Methoden haben nicht funktioniert. Wenn wir das gemacht haben, dann haben wir zwei Möglichkeiten. A, hier einmal das Geländer zu sabotieren. Mit Interagieren machen wir jetzt. Achtet drauf, da unten rennt ein Soldat rum. Der könnte euch eventuell sehen, wenn der gerade in die andere Richtung guckt. Bei mir ist das hier nicht der Fall. Dann sabotiere ich den Betonmischer und dann gehen wir beiseite und warten. Und das ist genau der Weg, wie das Ganze funktionieren soll. Theoretisch. In der Praxis leider nicht der Fall. Jetzt, wie gesagt, dadurch, dass wir halt, ihn wirklich identifiziert haben, kommt er überhaupt aus der Hütte raus. Ich habe das vorher gemacht, dass ich hier direkt die beiden Dinger sabotiert habe oder interagiert habe, wie immer man das nennen möchte, und habe dann hier einfach gewartet, dass Baumann irgendwann mal seinem Job nachgeht, die Zementmischer zu inspizieren. Hat er nicht gemacht, stand da weiter in der Hütte doof rum und kam da einfach nicht raus. Dann habe ich es ja auch schon gehabt, dass er einfach gar nicht da war, sondern erst dann rauskam, wenn ich hier 1, 2, 3 Leute umgelegt hatte. Zum Glück ist das anscheinend nicht der Fall. Wenn wir auf alle Fälle hier am alternativen Startpunkt starten, dann haben wir null Kampf vorweg gehabt. Es gab nirgendwo irgendwie Alarm, dass da eventuell die Sache irgendwie in die Hose geht. Wie gesagt, ist leider ein kleines bisschen buggy. Jetzt kommt er endlich raus. Und die Todesart ist ja auch wirklich schön. Will ich ja gar nichts gegen sagen. Das ist eine feine Sache. Das gucken wir uns jetzt einfach mal an, ohne dass der Goodie hier weiterlabert. Und wieder alles richtig. Ich habe es diesen Idioten 100-mal gesagt. Naja, so bald wird das alles hinter mir liegen. Und ich bin wieder in Berlin. Baumann's down. Wunderschön. Baumann down und einbetoniert. So soll es sein, aber haben wir irgendwas freigeschaltet? Nein. Keine Typ 100 für uns. So wird es leider nichts. Ich denke, es reicht auch vollkommen aus, das Geländer zu sabotieren. Dass wir da also wirklich gar nichts weiter machen müssen, außer die Sabotage. Ich denke mal, dass dieses Sabotieren hier an dem Betonmischer eventuell wirklich nur dafür da ist, eine Geräuschkulisse zu haben, wenn wir hier halt andere Gegner töten wollen. Wie gesagt, das ist der Soldat, vor dem ich euch gewarnt habe, der hier unten hin und her marschiert und der euch dann eventuell sehen könnte, wenn ihr hier am Geländer herumfummelt. Aber der ist hier wieder frühzeitig umgedreht, das ist kein Problem. Das Ganze hat soweit so schön funktioniert, aber leider ohne Freischaltung dessen. Aber natürlich wäre das kein Guide, wenn wir nicht den richtigen Weg hätten. Ne? Jetzt wollen wir das Ganze einfach nochmal richtig machen. Ihr seht das hier auch unter Ziele. Ne? Das Ziel ist halt nicht mehr weg. Ist nicht mehr da. Wir haben also unser Todesziel hier erfolgreich abgeschlossen. Aber jetzt machen wir das nochmal so, dass wir auch die Waffe freischalten. So, wir kommen hier wieder frisch an unserer Hütte. Und dann geht das wirklich rucki-zucki. Das geht wirklich ruckzuck. Das ist hier auch komplett uncut. Denn es gab hier nichts, was wir schneiden müssen. So, finde und töte Lars Baumann, machen wir. Wir ignorieren jetzt hier den Betonmischer an der Seite. Ich werde jetzt trotzdem gleich das Geländer sabotieren, ganz einfach, weil ich direkt dran stehe. Und dann kann ich auch kurz auf Dreieck drücken, beziehungsweise dann halt Y auf dem Xbox-Controller. Da kommen die beiden Hanseln, der Ingenieur und der Baumann.
Also vom Nachnamen her Baumann, vielleicht ist er ja auch beruflich Baumann, obwohl das nicht die super sahne Berufsbezeichnung ist. Was sind Sie, machen Sie beruflich? Ich bin Baumann. Nee, okay. Und jetzt schlage ich ihn nun nieder, ne? Ich habe ihn jetzt nicht getötet, ne? Ihr seht auch, tragen bewusstlos. Er ist jetzt bewusstlos. Jetzt gehen wir mit ihm raus und schmeißen ihn in den Beton und kriegen die Typ 100 freigeschaltet. So ist das Ganze hier zu machen, zu tun, momentan aktuell. Der richtige Weg ist drin, falls das gepatcht wird und es auf die normale Weise funktioniert. Dann wissen wir, wie das geht. Aber so auf alle Fälle auch. Das war's. Ich danke euch fürs Dabeisein. Ich hoffe, das Video war interessant für euch. Es war hilfreich für euch. Wenn dem so war, denkt an den Daumen nach oben. Würde ich mich sehr darüber freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Dann verpasst ihr hier weiter kein neues Video. Ich danke fürs Dabeisein und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming. Euer Goodie.